könnte ja auch in Zukunft die Ernte nehmen, bloß ich wollte die erste Ernte, wollte ich halt haben. Weil ich da so lange dran gebaut habe. Oh. Das ist die einzige Sache, die, warum ich mich deswegen aufrege. Das gibt wieder ja, einen trotzdem ist doch irgendwie. Was denn nein? Ich sehe das als plausiblen Grund an. Ich mag solche Fragen, da muss ich mich nicht ewig damit abquälen, wie ich die Folge nenne. Wie nennst du die Folge denn? Lass dich überraschen. Nee, nenn, sag mal einen Namen. Nein, das ist das Spoilern. Nein, hallo? Da haben wir. Na, erzähl mal. Ich muss mir da irgendwas Nettes überlegen. Zickenkrieg oder sowas. Ja, sehr guter Name. Sehr guter. Aber wir haben ja auch so einen blöden Schleimball, den keiner benutzt. Ja, weil wir noch nicht genug haben, um was damit zu bauen. Einer ist ein bisschen wenig, ne? Ja, wir brauchen zwei, um genau zu sein. Ne, eigentlich ein bisschen mehr. Gleich mal hier die Erde, die braucht auch keiner gerade. Kies und Sand, den Sand nehme ich mir auch mal. Bedien dich. Das ist ja hier das gemeinsame Haus. Hier oben. Oh, geil, noch Werkzeuge. Richtig geil. Ey, wir haben ja schon Weizen gehabt. Hm. Warum haben wir es nie zu Brot gemacht? Weiß ich nicht. Und wir haben auch noch 12 Kürbisse da gehabt. Alter Schwede, die hat keiner benutzt. Was kann ich denn alles reinpacken? Da kommt die Samen rein, da kommt das Fleisch rein. Da kommen noch mehr Samen rein. Wenn jemand Samen braucht, sag Bescheid. Ich hab angeguckt. Fick dich, Andy. Deshalb habe ich einen Kürbis auf. Und da kann man sich auch angucken, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man... Mhm. Komm her, Andy, ey. Boah. Komm her jetzt, du brennst sowieso, du Sau. Kies, Pflaster, Stein, Stein, ey, was ich hier noch alles habe. Feuerstein. Ist meine Rüstung kaputt gegangen. So nachts draußen kann man viel besser leveln als in der Hölle oder so. Ja, habe ich auch festgestellt. Haben wir hier noch 12 Brot. Wer mal was zu essen braucht, da oben ist noch eine richtig geile Kiste. Die ganz hinten links, die, wenn man die Leiter hochgeht. Geil, Andy. Ein Andy-Man. Der brennt jetzt. Oh, komm, komm. Boah, geil, ist er weg. Ich habe ihn noch nicht mal in die Augen geguckt. Also ich habe es versucht, nicht zu gucken. Hat ja hervorragend geklappt. Hm. Nichts. Gedroppt. Wow. 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 Irgendwas hat mich angegriffen. Benny, wieder alles in Ordnung? Hm? Kannst du auch wieder was sagen? Weil das wird jetzt wieder richtig langweilig jetzt gerade. Schweigen im Walde. Alter, das hört sich bei mir im Hintergrund so an, als ob jemand schnarchen würde. Das ist richtig schlimm. Hm, keine Ahnung. Bei mir rauscht es nur ein bisschen im Hintergrund. Bei mir rauscht es richtig im Hintergrund. Jetzt ist das richtig grottenlangweilig. Das wäre eigentlich der perfekte Moment, um aufzuhören. Wenn es so richtig langweilig ist. Weil besser kriegen wir es nicht hin. Wir müssen was Spannendes machen. Ja, wir haben jetzt gerade irgendwie voll die Stimmung gekillt. Wir, Plural. Hier gibt's kein Ego. Aber wir sind halt Killer, ne? Killer. Geil, Enderperle. Egal, es wird schon wieder Tag.
Nein, es darf nicht Tag werden. Warum nicht? Ich muss noch ein bisschen leveln. Ja, Bodo, es wird noch eine zweite Nacht geben. Nein. Warum muss ich so lange warten? Da ist ein Skelett. Lass mal irgendwas Gemeinsames bauen. Was denn? Ja, keine Ahnung, irgendwas müssen wir mal gemeinsam bauen. Das ist ja ein Let's Play Together. Und ich hätte eine Idee, was man bauen könnte. Ja, erzähl aber. Lass mal eine Kirche bauen. Alter. Ja, Alter, was? Was ist denn hier gerade passiert? Ne, es sah gerade ein bisschen so, also. Okay, erzähl mal, Benny. Direkt vor mir ein Creeper gespawnt wäre. Wir können hier direkt uns unterhalten. Ne, und zwar könnte man ja so eine geile Brücke aus Cobblestone bauen. Eine Brücke? Ja, wohin bauen. Die Brücke? Ne, und zwar ungefähr so von dem Berg da neben unserem Haus. Vielleicht irgendwie zu unseren Häusern hin oder sowas, wo dann auch nachher dann die Dingens, also, die so Bahn langlaufen so wird. So ein Riesenteil so von also, so ein Bogen. Ja, so ein Bogenbrücke, so ein Monsterding. Ich finde die Idee geil. Eine Kirche. Können wir auch machen. Wir brauchen für beides scheiße viel Cobblestone. Ja. Ja, aber dann hätten wir wenigstens mal irgendwas, was wir dann zusammen machen. Ja. Wo jeder Pixel gebraucht wird und dann. Jeder Pixel. Boah, irgendwas stimmt gerade mit Minecraft nicht. 13. So, ja, die Aufnahme ist zusammengebrochen. Keine Ahnung, was passiert ist. Also, die Aufnahme ist zusammengebrochen. Da sind wir wieder. Hallo. Bodo, du musst Hallo sagen. Hallo. Gut. Oh Mann, das ist ja heute eine schlimme, das ist ja heute eine schlimme Session, ey. Oh, das ist so ein Tag, den man einfach vergessen kann. Also fast. Geht voll. Ja, gut. Es gab schon schlimmere. Nee. Das ist doch, auf jeden Fall. Doch. Eigentlich war die heute ganz okay. Ist die heute ganz okay? Nein. Weil wir uns alle wie kleine Zicken hier benehmen. Wir alle. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Ich auch. Ich freue mich immer auf Weihnachten, also von daher. Ich freue mich auf Weihnachten, weil eine Person, die ich jetzt ganz lieb grüßen möchte, Geburtstag hat. Ja, die möchte ich auch grüßen. Die wird sich bestimmt sehr freuen, wenn sie dann diese Folge sieht. Mein allerbester Freund ist das. Ja. Einer meiner. Auf jeden Fall. Wir vermissen ihn jetzt schon. Wollen wir Tipps geben, wie er heißen könnte? Nee. Nee. Fängt mit M an. Ach, die Tipps hatten wir doch schon. Ah, ja, genau. Genau. Da stand ich auch genau in derselben Vielleicht Stelle. Kommt er uns ja bald besuchen. Genau. Kann ja gut möglich sein, dass er uns besuchen kommt. Vielleicht. Aber nur ganz vielleicht. Nur wenn ihr euch benehmt. Genau. Nur wenn ihr den alten Kommentare schreibt. Dann besucht er uns. Der wird ja niemals kommen, ja. So, ich gehe jetzt ein paar Bäume fällen. Sauber. Ja, gute Idee. Oh, Minecraft-Musik ist so laut. Ein bisschen. Benni, hast du Minecraft-Musik an? Nee. Bodo, du? Nee. Okay, dann war mal. Boah, die ist ganz schön heftig laut. Die geringe Lautstärke. Geht voll. Ich hab immer auf volle Lautstärke, wenn ich zock. Ich nicht. Ich hab immer meine Anlage auf volle Lautstärke, wenn ich zock. Also nee, ich nicht. Wenn ich Minecraft zock, dann muss Minecraft-Musik laufen. Oder andere Musik von irgendwelchen Spielen. Nee. Das brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche Heavy Metal. Ja, nee, beim Zocken irgendwie nicht. Doch, ich kann das überall hören. Ich kann das immer hören. Auf dem Klo. Ja, überall, habe ich doch gesagt. Was? Oh, ich gehe auf Toilette, ist ja pervers. Ja, schrecklich. Ja. Gott, wer macht sowas heutzutage noch? Ja, wozu gibt's Windeln? In heutigen Zeiten, da scheißt man sich in die Hose. Auch in der Öffentlichkeit. Bei einigen Menschen glaube ich das ehrlich. Bei Familienfesten.
bei Hochzeiten, selbst am Traualtar macht man sowas heute immer noch. Natürlich. Ist mir auch erst vorhin wieder passiert. Auf Leute, die sowas toll finden. Nee. Oh, das erinnert mich an eine tolle Sendung, die früher, oder ich weiß nicht, ob die heute auch noch läuft, die lustigsten Werbespots oder so heißt die. Mhm. Die ist ziemlich lustig. Ich glaube nicht, dass die so wirklich lustig ist. Doch, also es gibt ja einige Werbungen, die sind einfach nur genial. Ich finde die von Snickers geil. Genial daneben. Alter, wie groß ist dieser Baum? Und warum habe ich nur eine halbe Axt mitgenommen, die bald kaputt ist? Ja, tschüss Kürbis. Es war schön mit dir, aber ich würde gerne wieder was sehen. Ich finde die Folge Zickenkrieg zu nennen, finde ich echt eine gute Idee. Ja. Ich würd das eher irgendwie feierlich oder so, wegen der Erntemaschine. Komm, mach ich's mit der Diamantspitzhacke. Jetzt geht's ja auch schnell hier, der Baum runter. Hä, mach das doch mit der Hand. Junge, weißt du, wie weit ich oben auf dem Baum bin? Da habe ich jetzt ungefähr 10 Minuten ich hier auf dem Baum. Der geht aber die geht auch mit der Spitzhacke doch nicht schneller. Die ist ja Effizienz 2 hat die hier aber. Also muss es ja automatisch schneller gehen. Mhm. Ja, trotzdem. Wollen wir in unseren Weihnachtsfolgen Weihnachtslieder singen? Mhm. Nein. Ich finde die Idee voll geil. Ich hasse Weihnachtslieder. Wir hatten schon eine geile Idee, so Staubsauger-Special. Das heißt, wir stellen hier einen Staubsauger bei uns ins Zimmer. Starten hin. Eine Viertelstunde lang so ungefähr. Ja. Ich finde die Idee voll cool. Ja. Schlecht. Staubsauger Spezial, ey. Genau. Ach genau, nochmal zur Erntemaschine, um es mit den weisen Worten eines meines Mitschüler zu machen. Es geht mir ums Prinzip. Mhm. Sehr weise. Bedummt. Diese Worte haben mich beeinflusst, mein ganzes Leben lang. Ja. Habe ich mehr als Kai Hansen beeinflusst. Und Tim Wiese. Und Tim Wiese. Und was war ja noch cool wäre, ist, wenn man hier so eine Mühle bauen würde und da drum ist so eine Weizenfelder. Nein! Ich bin runtergefallen. Nein, gut gemacht. Genau, es geht nur ums Prinzip, ey. Boah, war das damals epic, ey. So eine Mühle. Es geht nur ums Prinzip. Was auch immer das Prinzip sein mag. Ja, darüber haben wir auch mal diskutiert. Da haben wir auch eine halbe Stunde drüber diskutiert. Konnte so irgendwie keiner wirklich sagen. Ich glaube, das Prinzip ist eine grundlegende Sache so. Jeder weiß es, aber keiner kann es erklären. Ja. Junge, was ist das hier für ein komisches Loch? Hab ich den Creeper mal reingesprengt, glaube ich. Ui. Boah, geil. Was denn? Hast du ein Loch Alter, gefunden? Ich hab Laputa gefunden. Laputa? Also wer es kennt, ich weiß nicht, ist irgend so ein Anime-Film. Alter, was machst du? Super RTL gesehen. Da gibt so eine fliegende Insel und die heißt Laputa. Ach so. Ja, unser Haus ist Laputa, mein Freund. Nee, hier ist die epic fliegende Insel, Alter. Ja, wo bist du denn eigentlich? Weiß nicht, ich hab grad wieder ein paar Kühe gesucht. Alter, ja. Wir haben doch noch zwei Kühe, die können wir, ja, wir haben ja noch genug Weizen, da können nein, wir jetzt haben gar kein Weizen mehr, ich hab das alles zu Brot gemacht. Das dauert ja, dann erst. Ihr müsst mal herkommen, das sieht richtig geil aus. Wie bitte, Benni? Oh, scheiße, mir geht das Dschungelholz aus. Ich habe mir gerade extra welches Gold. Brauchst du welches? Ja. Wo bist du? Jetzt kommt mal her. Nein, gleich. Alter, Benni, was baut. Wer baut denn da diesen. Hier oben. Ich denke, wir wollten das aus Cobblestone bauen, die Brücke. Ja, außen Holz und dann in der Mitte Cobblestone. Dann nicht so eine Brücke. Ich dachte, so eine Bogenbrücke. Ja, der kommt dann danach. Wir brauchen doch trotzdem eine gerade Fahrbahn erstmal. Ja gut, okay. Genau, das kommt da drunter. Aber ja. Aus Eisenblöcken. Aus Eisenblöcken, ja, genau. Ja. Mit oder ohne Creative, ohne am besten. Ne? So, ohne. Ja. Ich gebe dir mal 40 Dschungelholz. Also mehr, den Rest brauche ich erstmal noch vorläufig. So, danke. Jetzt kommt mal her. Willst du gerne noch Brot haben oder Weizen?